Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberlin? Dies ist Teil 53 und schaut mal die schönen Sonnenblumen an. Ja, am liebsten würde ich jetzt gleich meine Gärten düngen und mit Saatgut versorgen, aber ich denke, ich sollte erstmal da das Stroh einsammeln, damit wir da als Zwischenfrucht Gras ansehen können. Muss ich mal gucken, ob ich das auch tatsächlich so vorhatte. Das ist Feld Nummer... da oben. 37. Ja, erst Gras und dann im Frühjahr Hirse. Ja, das dürfte dann ein ganz schönes Sümmchen einbringen. Oh, Helfer, du bist noch hier drin. Dann habe ich die ganze Zeit den Helfer bezahlt. Tja, das kommt vom vielen Quatschen. Aber man muss sagen, Helferinchen ist brav zurückgekommen. So. Und der Toni hat sich wacker geschlagen. Naja, bei den engen Kurven steht er auch ein bisschen schräg. Hier würde mir jetzt eine Direktsaat-Sämaschine sehr gut gefallen. Aber leider ist die zu teuer. Wenn man bedenkt, dass die praktisch drei Arbeitsgänge in einem erledigt. Also grubbern, säen und düngen. Dann ist das schon toll mit so einer Direktsaat-Sämaschine. Und anscheinend will der Ladewagen bald mal repariert werden. Denn der Toni ist ja funkelnagelneu. Der kann's kaum sein. Ah, sehr gut. Dann schicke ich die wieder los. So. Ihr habt das ganz prima gemacht. Da bin ich auch wirklich gespannt, was sie da künftig noch einbauen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt hier Liefern und Viehmarkt Oberlin schon voreingestellt. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber dass man sich quasi solche Lieblingsaufgaben und Strecken einrichten kann, das fände ich schon noch toll beim Helfer. Und dass die nicht so viel Schlangenlinien fahren. Okay, jetzt werde ich erstmal den Wasseranhänger da aus der Gasse rausfahren. So. Okay, nee, abkoppeln. So.
Und dann nehmen wir den kleinen Hänger. Na? Die Frage ist, wie viel Dünger und Saatgut will ich da reinfüllen? Vielleicht könnte ich anpeilen, je Garten 1000 Liter. Ob ich das zuverlässig hinkriege? Bei den vorderen spielt es ja keine Rolle, aber bei den hinteren spielt schon eine Rolle, wie viel sie abkriegen. So. Saatgut. Fangen wir mit Saatgut an. So. Na, ist jetzt auch mehr geworden als 4000 Liter. Kann ich auch ein bisschen mehr verteilen. Jo. Und hier stellt sich dann auch wieder die Frage, verteile ich es gleich an zwei? Werde ich dann gleich sehen. So. Gut. Dann hüpfe ich mal raus und gucke. Da ist kein Saatgut angekommen. Hier sind 1700 Liter. Okay. Also muss ich hierfür weiter nach links, aber ich könnte auch einfach erstmal weiterfahren. So. Es ist schon krass, Saatgut so im Anhänger. So, gut. Und jetzt fahre ich hier scharf ran und stell auf nach rechts ausladen um. So. Abkippseite. Rechts. Gut. Okay. Und dann gehen wir gleich mal gucken, wie gut das Verteilen geklappt hat. Und danach kommt noch Dünger rein. So, hier haben wir 1570 Liter, 1700, 1400 und 1142. Erstaunlicherweise wurde das Saatgut jetzt nicht vergemeinschaftet. Da soll noch mal einer durchblicken. So, wenn ich jetzt zu viel Dünger reinmache, wird es teuer. Also, Finger auf der Tastatur lassen. Ja, 8000. Das muss sich dann auch lohnen, aber ich denke mal, das lohnt sich auf alle Fälle. So, jetzt lassen wir es einfach auf rechts, dann weiß man auch, wo es hingekippt wird.
So. Das wäre schon praktisch, wenn man da ein gemeinsames zentrales Lager nutzen könnte, wo man dann einfach das Zeug reinkippt, Wasser, Saatgut, Dünger, und die würden sich gemeinsam davon bedienen. Ich glaube, aus Versehen passiert das manchmal. Aber absichtlich gesteuert ist, glaube ich, schwierig, weil das so ein bisschen eigenwillig ist. So. Gut. Und hier, das Gewalzte ist fertig. Muss gewalzt werden, ganz klasse. So, jetzt. Ach, da muss ich ja auch den Wasseranhänger wieder zurückfahren. Aber erstmal stellen wir hier alles um. Und zwar überlegen. Ich denke mal, ich will schon einen vollen Garten für Sonnenblumen und einen vollen Garten für Kartoffeln haben. Und dann mache ich vielleicht einen Garten mit Tomaten und Erdbeeren gemischt und einen mit Salat, weil das so langsam wächst. Wäre das sinnvoll? Ich denke erstmal ja. Gut, fangen wir mal hier an. Ich gehe da jetzt hier immer extra rein, damit ich hier immer den Garten aktiv habe, an dem ich was einstellen will. So, und zwar Sonnenblumen hier schalte ich erstmal aus und dann schalte ich die hier an. Okay, und die will ich behalten, ja. Um sie entweder gezielt zu verkaufen oder in unserer künftigen Produktion zu verarbeiten. Zu Öl. So. Und hier schalte ich die Erdbeeren ab und die Kartoffeln mit Saatgut und Mineraldünger an. Und die will ich auch behalten. So, was ich mich frage. Ja, ich werde ein paar behalten lassen und dann stelle ich um auf verteilen, dann wird es direkt an die Produktion verteilt. Aber ich finde es schön, wenn die am Anfang da mal erscheinen und man die Früchte seiner Arbeit sieht und so. So. Und hier. Die Tomaten behalte ich. Nein, die schalte ich ab, weil die sollen ja auch mit Saatgut und Mineraldünger und Erdbeeren dazu. Gut. Und die werden auch behalten. Erstmal. Und hier der Salat. So. Und hier.
Da haben wir dann einen erheblich höheren Output, aber natürlich haben wir auch erhöhte Kosten durch Saatgut und Mineraldünger. Aber ich habe das extra ausgerechnet, dass damit man damit noch einen Profit macht. Einen ordentlichen Profit. Also keinen unanständigen, sondern einen angemessenen Zusatzprofit. Wenn man die Kosten für Saatgut und Dünger mit einrechnet, macht man, glaube ich, noch einen 1,3-fachen Profit. Denn man muss ja investieren. Ich habe jetzt hier über 10.000 Euro investiert und hat vermehrte Arbeit. Und dafür sollte man dann auch Profit haben, finde ich. So. Gut. Dann kann das mal schön wachsen. Jetzt machen wir hier mal ein kleines Erinnerungsbild von der Pracht der Sonnenblumen. Müsste man hier auf dieses Heiz auf diesen Wassertank klettern. Ja, so sieht doch gut aus. Sehr schön. Okay. Also wieder weiter schwaden. Okay, Helmut ist am Werk. Hat er auch gut gemacht. Also so beim Schaf um die Ecke fahren, da bockt auch der Toni ein wenig. Aber sehr viel weniger als der kleine Mach 4. Und vor allem ist der Mach 4 ja völlig verzweifelt an den Transportfahrten. Und das steckt der hier lässig weg. Tja, wenn ich bedenke, dass dieser Traktor mir eigentlich am Anfang am wenigsten gefallen hat von dem ganzen Pack, weil er halt einem normalen Trecker am ähnlichsten ist, er war irgendwie der breiteste. Und dann hat man sich auch gedacht, wieso vier fast gleiche Traktoren, die aber sehr unterschiedlich sind. Ja, und jetzt ist es eigentlich mein Lieblingstrecker von dem Pack. So. Jetzt mal gucken. Stroh. Man müsste noch irgendwie eine tolle Strohverarbeitung finden. Sowas wie Strohpellets, da gab es ja schon dieses tolle Pack, aber halt so eine einfache Produktion, die dann Strohpellets macht, tja, die man für teuer Geld verkaufen kann. Da war dieses Strohverarbeitungspack auf jeden Fall besser als so einfach so ein Fabrik, wo man das Zeug reinkippt, weil da konnte man sehen, wie das gemacht wird, die Pellets und so. Das heißt, da müsste man den Profi ranlassen. Jetzt ist Juli. Wir kriegen anderthalb mal so viel Geld, wenn wir das aufheben bis Januar. Aber da müssen wir dann fahren. Grümpel, Grümpel.
Ach, ich lass das abfahren. So. Vielleicht dieses noch und die anderen Bahnen hebe ich auf oder so. So. Aber ich habe dann wahrscheinlich auch im Januar keine Lust, dann wegen Stroh größere Verkaufsfahrten zu unternehmen. So. Hüpfen wir da mal raus. Gut. Und jetzt habe ich hier ja auch noch einiges zu tun. Nämlich hier die fertig gearbeiteten. Will ich das andere Feld auch noch walzen lassen? Also das andere Grasfeld, meine ich. Nee, das lasse ich jetzt mal zum Vergleich eben nicht walzen. Ah, kann man das wirklich nicht hochpacken? Nee. Da muss man das abkoppeln. Und so rum dran fahren. Und zuklappen. Nun ja. Ich plane übrigens hier mit Precision Farming zu spielen, sobald es erschienen ist. Ich hoffe, dass das problemlos in ein bestehendes Safe Game einzugliedern ist. Es wird zwar ein neuer Spielstand empfohlen, aber hier mache ich natürlich keinen neuen Spielstand. Entweder geht's oder es geht nicht, so ungefähr. Aber das wäre dann wohl ab der nächsten Folge. Da würde ich dann irgendwie, ja, Bodenproben nehmen, Bodenkarten kaufen. Also wieder unsinnig Geld ausgeben. Zumindest was die Bodenproben und das Mietgerät dafür angeht. Aber ich will es ja ausprobieren. Und ich denke mal... Aha, LVI hat aber ein echtes Problem. Ich denke mal, solange das Precision Farming neu ist, werde ich dann wohl auch öfter Obelrom bringen. Der ist auch fast fertig. Aber ich gucke jetzt erstmal, was Helfer E für ein Problem hat. No, er fährt wieder. Sehr gut. Und hier machen wir noch die halbe Bahn fertig. Und dann stellen wir den auf unser ehemaliges Haferfeld. So. Ah, was will ich eigentlich hier machen? Muss ich mal gucken. Weil ich wollte jetzt auf mehreren Feldern als Zwischenfrucht Gras ansehen. So, aber nicht auf allen. Das ist Feld 39. Gras, Zwischenfrucht, dann Hafer. Okay, dann könnte ich da gleich Gras ansehen. Ja, dann werde ich offenbar auch hier mal dieses Verfahren ausprobieren. Über den Winter Gras als Zwischenfrucht. Davon verspreche ich mir ja deutlich mehr Profit, als wenn man nur Getreide anbaut.
Also rein rechnerisch bringt das mehr Profit, ganz klar. Man verdient mit dem Grasanbau, nee, nehmen wir lieber den Massey Ferguson, der ist stärker für die Seemaschine. Also man verdient mit dem Gras mehr, wenn man das zu Silage verarbeitet, was ich ja einfach tun kann, als mit der eigentlichen Hauptfrucht. Jetzt Hafer oder Hirse oder so. Aber bei Wintergetreide geht das natürlich nicht, weil das muss man ja schon im Herbst ansehen. Höchstens bei Gerste geht das auch. Wenn man jetzt Gerste schon im Juni erntet und dann gleich im Juni das Gras ansät, dann kann man im August schon Gras ernten und dann die Gerste. Hier. Man kann erst im September. Dann wartet man bis September und hat eine volle Erntestufe, also die große Reifung des Grases, erntet also im September dann das vollreife Gras mit dem guten Ertrag und kann dann im September die Gerste ansehen. Da hat man also auch eine gute zusätzliche Ernte. Aber meines Wissens verdient man dann mit der Gerste wahrscheinlich mehr als mit dem Gras. Aber trotzdem hat dann noch eine gute Zusatzeinnahme. Bei Weizen ist es natürlich schwieriger. Da hat man könnte man das auch machen. Juli ernten, sofort Gras ansehen und dann im September Weizen erstmal Gras ernten. Und dann Weizen ansehen, da hat man etwas weniger Ertrag beim Gras, weil das einen Tag weniger Zeit hatte zum Wachsen. Aber richtig gut ist es, wenn man das mit Hafer macht, wenn man den Hafer im Juli erntet und sät dann sofort Gras an. Das mache ich jetzt ja auf dem ehemaligen Haferfeld. Und dann kann man im September Gras ernten. Im November wahrscheinlich auch nochmal, wenn man dann mit der Walze drüber geht und dann wieder im März und kann dann im März den Hafer ansehen. Dann hat man drei Ernten. Und bei der Sorghumhirse ist es ungefähr genauso, aber nicht ganz so gut, weil man da einen Tag später jeweils dran ist. Auf jeden Fall kann man die Felder dann praktisch für bis zu 4 Ernten nutzen, wenn man Gras als Zwischenfrucht macht. Ich lasse den mal dort anfangen. Da kapiert er wo die Feldgrenzen sind. So. Gut. So, das darf ein lieber Helfer machen. Wunderbar. Und was ist eigentlich mit dem Feld hier? Das ist auch gegrubbert und gedüngt. Das ist Feld Nummer 41. Was habe ich mit dem vor? Gerste. Die will ich dann im September sehen. Da könnte ich jetzt auch noch einmal Gras ansehen. Wie ich ja eben gesagt habe. Okay, dann dauert dieser Tag noch eine Weile. Okay, da wird jetzt gesät. Hier muss dann auch gesät werden. Überall Gras gesät. In der Praxis ist es wohl ein arbeitsaufwendiges Geschäft. Weil man dann sich halt immer noch zusätzlich ums Gras kümmern muss. So, gut, du darfst jetzt in Feierabend, hast gut gemacht.
Ob ich den Grubber schon mal loslegen lassen kann? Ich glaube ja. So. Aber ich habe jetzt ja immerhin einen Schwader. So. Ich glaube, die letzten Fuhren, die packe ich einfach ins Silo. Dann ist das ein Kompromiss zwischen sofort verkaufen und warten bis bis zum besseren Preis. Dann ist das hier nämlich auch bald mal erledigt. Es zieht sich ja doch ziemlich. Wäre dann auch die Frage, ob sich bei so einer starken Grasorientierung nicht ein Mähwerk lohnt, was direkt auch eine Schwartablage hat. Dann denke ich an dieses eine Pöttinger-Dings. Da muss ich mal gucken. Denn ich glaube, das, was zu unserem jetzigen Mähwerk passt, hat keine Schwartablage. Und das Pöttinger ist natürlich um einiges teurer. So. Gut, dann gucke ich hier gleich mal. Fünfundsiebzigtausend. Oh. Und das Vergleichbare von Kuhn kostet nur 25.000. Das ist natürlich heftig. Hat auch weniger Breite, aber vor allem dies hat halt Schwartablage. Muss ich nochmal überprüfen, ob ich dem nicht vielleicht auch irgendwie eine Schwartablage abgewinnen kann. Aber ich glaube, von den Basisspiel-Mähwerken hat nur dieses hier. Vielleicht dies noch, aber ja. Das ist ja schon arg teuer. Und gemietet. Oh, kostet es auch ein Vermögen. Ja. Schade, schade. Ich meine, gut, ich habe einen Schwader. Aber es wäre natürlich schön, wenn das so in einem Durchgang ginge. Und außerdem würde das Mähen dann auch schneller gehen. Sehr viel schneller. Und es wäre gleich geschwadet. Huch, jetzt hat er hier aber seine 5 Minuten. Tja. Aber 75.000 ist mir definitiv zu teuer. Ich sollte täglich in den Shop gucken nach den Sonderangeboten.
Tja, was ist das denn für ein Ding? Eine Scheibenegge, okay. Tja, nichts dabei, was ich will. Okay, ich denke, ich werde mal hier dieses Stroh einsammeln fertig machen zwischen den Folgen, damit das auch mal erledigt ist. Und in der nächsten Folge gibt es dann einerseits viel Gras anzusehen und andererseits Bodenproben zu nehmen. Und dann gegebenenfalls schon feingesteuert zu düngen und ja, weil Düngen steht ja schon auch an. Das kann man dann gleich feingesteuert machen und mal gucken. Unkraut habe ich ja sowieso keins. Das ist sehr arbeitskraftschonend, meine Unkrautbekämpfung. Und auch gut für die Natur, weil ich kein Gift verspritzen muss. Ich glaube, mit Saatgut gibt es auch noch was Spezielles. Da lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall dauert es jetzt ja nicht mehr lange, bis man präziser farmen kann. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.